Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, die Zeit für diese geführte Meditation. Die nächsten Minuten gehören dir allein. Du wirst deinen Kopf reinigen von Gedanken, die dein Leben beschweren, von Gedanken und Gefühlen, die in der Vergangenheit verankert sind. Du wirst staunen, wie leicht du diese Gedanken und Gefühle loswerden kannst. Genauso leicht wie eine Streichholzschachtel, die du in der Hand hältst. Sobald du sie loslässt, fällt sie runter und für deine Gedanken gilt dasselbe. Du hältst sie fest und du kannst sie auch loslassen. Und ebenso kannst du positive Gedanken greifen, sie festhalten und damit dein Leben und dein Glück aufhellen. Wir werden jetzt gemeinsam hinabsteigen in den Raum deiner Seele, wo du all deine Gedanken und Gefühle lagerst. Und dort unten kannst du prüfen, welche Gedanken deinem Wohlbefinden nützen, welche dich stark und lebendig machen. Und du kannst Gedanken loslassen, die in der Vergangenheit ihre Berechtigung hatten, aber dir jetzt nicht mehr nützen. Es wird eine wunderbare Erfahrung. Hör diese Meditation die nächsten 30 Tage Tag für Tag an und ich verspreche dir, dein Denken wird sich mehr und mehr aufhellen. Sorg nun dafür, dass du die nächste Zeit ungestört bist. Schalt dein Telefon ab, schalt die Klingel aus, zieh dich in einen sicheren, stillen Raum zurück. Diese Meditation eignet sich auch zum Entspannen oder zum Einschlafen. Und nun leg dich hin oder setz dich hin, dass du dich ganz wohl, ganz geborgen fühlst. Folge nur noch meiner Stimme. Halte dich fest an ihr wie an einem Geländer. Du weißt, dass dich dieses Geländer in eine gute Richtung führt, dass sich dein Denken aufhellen und dein Leben bereichern wird. Die nächsten Minuten gehören nur dir. Du darfst tun, was du willst. Schließ nun die Augen, wenn du das möchtest, und geh nach innen. Setz dich hin oder leg dich hin, so wie du es magst. Lass die Schwingungen der Musik in deinen Körper dringen. Spüre, wie sie alles, was hart in dir ist, durch ihr Schwingen in Bewegung bringen und ganz allmählich lösen. Achte jetzt auf deinen Atem, wie du einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Beobachte, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, hebt und senkt, und wie dein Atem langsamer wird, immer langsamer. Atme alle Gedanken des Tages jetzt aus. Lass sie aus deinem Körper weichen. Alles, worüber du noch nachdenkst, löst sich auf, wird zu nichts, zu reiner Luft. Du bist frei, vollkommen frei. Die Welt hat aufgehört zu existieren.
Es gibt nur noch dich. Du bist dein eigenes Universum. Du bist der Schöpfer deiner Gedanken. Du bist ganz bei dir in deiner Mitte. Und du darfst diesen inneren Frieden genießen, der sich jetzt in dir ausbreitet. Und nun darfst du hinabsteigen in den kostbaren Raum deiner Seele, wo all deine Gefühle und Gedanken lagern, immer tiefer hinabsteigen, Stufe für Stufe, um deine nützlichen Gedanken an die Oberfläche zu holen und um die weniger nützlichen Gedanken und Gefühle und Erinnerungen einfach loszulassen. Du gehst jetzt 7 Stufen hinab. Mit jeder Stufe wirst du noch freier und unbeschwerter und kommst deinem inneren Kern, deiner Seele noch näher. Ich zähle diese 7 Stufen nun durch. 1. Stufe. Lauf los, steig in die Tiefe, lass los, was du noch trägst. Dort unten findest du alles, was du brauchst. 2. Stufe. Spüre, wie deine Gedanken des Tages oben bleiben, so wie Treibgut an einer Wasseroberfläche, während du in die Tiefe tauchst. 3. Stufe. Du freust dich, dass du mit jedem Schritt dir selber näher kommst, deiner Mitte, deinem Frieden. 4. Stufe. Du spürst, wie dich ein angenehmer, warmer Strudel weiter nach unten zieht, dorthin, wo der Raum deiner Seele schon auf dich wartet. 5. Stufe. Du spürst eine angenehme Wärme, die von unten nach oben aufsteigt, die Wärme deiner Seele, und du näherst dich hier immer, immer mehr. 6. Stufe. Du schwebst die Treppe hinab, es zieht dich in deine Tiefe, wo du ganz du selbst bist, frei von allem, was dir nicht nützt. 7. Stufe. Nun hast du dein Ziel erreicht. Du bist in deinem Seelenraum angekommen und dein innerer Friede strahlt auf dich ab, wie ein sanftes, angenehmes Licht durchdringt dich, macht dich ganz ruhig und erfüllt dich mit einer seltsamen Kraft und Stärke. Warum hast du dich für diese Meditation entschieden? Ich vermute, dass dich einige Gedanken und Gefühle belasten. Das Wort belasten kommt von Last. Eine Last, die trägst du. Und eine Last, die kannst du auch ablegen. Du kannst diese Gedanken loslassen. Es ist deine Entscheidung, so einfach ist das. Und dein Geist wird dir dabei helfen. Dein Geist ist eine wunderbare Erfindung, ein Meisterwerk der Natur. Er reinigt sich selbst jeden Tag aufs Neue. Dein Geist sortiert Gedanken aus, die nicht mehr nützlich sind, er lässt sie dich vergessen. Zum Beispiel vergisst du die meisten Worte, die du heute gehört, gelesen oder aufgeschnappt hast.
Du vergisst diese Worte, weil sie dir nicht mehr dienen. Dein Geist lässt diese Worte los, um Raum für das Wichtige und Nützliche zu schaffen. Und du vergisst die meisten Bilder, die deine Augen im Laufe eines Tages oder einer Woche oder eines Jahres sehen. Dein Geist lässt diese Bilder los, um Raum für das Wichtige zu schaffen. Zum Beispiel behältst du das Bild im Kopf, wie dich nach einer Reise ein geliebter Mensch mit offenen Armen empfangen hat. Oder das Bild, wie sich ein wunderschöner Regenbogen nach einem Schauer über die Natur gespannt hat. Oder das Bild, wie der richtige Schlüssel aussieht, mit dem du deine Wohnung öffnen kannst, dieser Schlüssel an deinem Bund. Dagegen wird dein Geist das Bild des alten Schlüssels, den du nicht mehr brauchst, bald vergessen. Dein Geist weiß, was du brauchst. Er weiß, was gut für dich ist. In diesem Raum deiner Seele gleichen die Gedanken den Schlüsseln. Schau dich um. Es liegen sehr viele Gedankenschlüssel hier in den alten Regalen. Es gibt Gedanken, die dir Räume öffnen, in denen du gern bist. Das sind positive Gedanken, energievolle Gedanken. Das sind Gedanken, mit denen du dich wohlfühlst. Und all diese Gedanken befinden sich an deinem inneren Schlüsselbund. Es liegt nur an dir, deine Wahrnehmung auf sie zu richten. Und zugleich befinden sich alte Schlüssel von hier unten aus dem Raum deiner Seele an deinem Schlüsselbund. Zum Beispiel eine Erinnerung, die dir nicht gut tut. Oder ein Erlebnis, das dir Leichtigkeit nimmt. Oder ein Zweifel, der dein Selbstvertrauen untergräbt. Denke jetzt einmal daran, dass jeder dieser Schlüssel zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens wichtig war. Der Schmerz war wichtig, denn er gab dir den Impuls, eine Situation zu verändern. Der Zweifel war wichtig, denn er gab dir den Impuls, neue Gedanken und Kräfte zu sammeln. All diese Schlüssel, all diese Gedanken in deinem Kopf sind kostbar. Vielleicht magst du jetzt einmal allen Gedanken in deinem Kopf Danke sagen. Lass die Gedanken, die dir jetzt nicht mehr nützlich sind, deine Wertschätzung spüren. Wenn du ihnen dieses Gefühl vermittelst, dann merken sie, dass sie ihren Dienst getan haben und dann werden sie sich aus deinem Kopf lösen, so wie sich ein Schlüssel löst, den du vom Bund nimmst. Sprich mir in Gedanken, wenn du magst, gern einmal folgende Sätze nach. Ihr Gedanken, die ihr mir jetzt nicht mehr nützt, ihr wart einmal sehr nützlich für mich. Ich danke euch dafür. Ihr Gedanken, die ihr mir jetzt nicht mehr gefallt, ihr habt mir einmal Gefallen getan und dafür danke ich euch. Ihr Gedanken,
die ihr jetzt Schatten auf mein Leben werft. Ihr habt mir einmal helle Erkenntnisse gebracht. Ich danke euch dafür. Spürst du, wie gut es dir tut, Frieden mit diesen Gedanken zu schließen? Diese Gedanken sind ein Teil von dir. Diese Gedanken gehören zu deiner Geschichte, die dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Jeder Gedanke hat einen Zweck erfüllt. Jeder Gedanke ist kostbar. Und wie jede Zelle in deinem Körper nur entsteht, weil sie dein Leben erhalten will, so entsteht jeder Gedanke in deinem Kopf nur, weil er dein Leben erhalten will. Und wie die Zellen sich im Körper ständig erneuern, so erneuern sich auch deine Gedanken ständig. Die alten Zellen, die ersetzt werden, sind nicht schlechter als die neuen, nur haben sie ihren Dienst getan. Nur gehören sie der Vergangenheit und nicht mehr der Gegenwart an. Und nun sprich mir in Gedanken noch einmal folgende Sätze nach. Ich lasse meine Gedanken, die einmal nützlich waren, aber es jetzt nicht mehr sind, einfach los. Und ich spüre, wie sie sich in Frieden von mir entfernen. Ich lasse meine Erinnerungen, die einmal nützlich waren, aber es jetzt nicht mehr sind, sich einfach erneuern, so wie sich die Zellen in meinem Körper erneuern. Ich lasse meine Gedanken, die mir einmal gedient haben, aber jetzt nicht mehr dienen, einfach los. Ich lasse sie los wie die Streichholzschachtel in meiner Hand. Ich suche mir Gedanken aus, die mir besonders viel positive Energie und Kraft schenken. Und das werden die Schlüsselgedanken meines Kopfes. Ja, ich habe die Macht, mein Denken selbst zu bestimmen, meine Schlüsselgedanken selbst zu bestimmen. Die Vergangenheit ist vorbei, sie existiert nicht mehr. Alles, was du erlebt hast, ist vollkommen ohne Bedeutung. Entscheidend ist nicht, was du erlebt hast, sondern was du heute lebst. Was immer auch in deinem Leben war, vor Jahrzehnten, vor einem Jahr, vor einer Stunde, es ist vorbei. Negative Vergangenheit kann dich nicht berühren, wenn du sie loslässt. Schau dich um hier unten im Raum deiner Seele, wo so viele Gedankenschlüssel lagern. Hör genau in dich, welcher Gedanke dir die größte Kraft schenkt. Welche wunderbare Erinnerung erfüllt dich mit positiver Energie? Was in deinem Leben ist gelungen, ist gut und beglückt dich? Denk jetzt ganz fest daran und wähle dir einen solchen Gedanken aus und spüre, wie er in deinem Körper leuchtet, in einer Farbe, die dich besonders berührt und beglückt. Und jetzt denke an Menschen, die dir gut tun und dich beglücken. Vielleicht sogar an einen geliebten Menschen.
Was an diesem Menschen tut dir so gut? Er füllt dich mit tiefem Glück und überstrahlt alles andere. Denk jetzt ganz fest daran, wähl dir einen solchen Gedanken aus und spür, wie er in deinem Körper leuchtet, in einer Farbe, die dich besonders berührt und beglückt. Was klappt in deinem Leben gut? Was läuft perfekt? Wofür kannst du dich im Alltag selber loben? Denk jetzt ganz fest daran. Wähl dir einen solchen Gedanken aus und spür, wie er in deinem Körper leuchtet, in einer Farbe, die dich ganz besonders berührt und beglückt. Du bist der Chef deines Kopfes. Du bestimmst selbst, was du denkst. Geh den Schlüsselbund deiner Gedanken durch und prüfe, welche davon öffnen dir Türen in deinem Leben. Diese Gedanken lässt du an deinem Bund und greifst öfter, viel öfter zu ihnen. Und welche Gedankenschlüssel stellen dich vor verschlossene Türen, weil sie nicht mehr zu deiner aktuellen Situation und zu deinen Bedürfnissen passen? Diese Gedanken darfst du liebevoll von deinem Schlüsselbund nehmen und sie loslassen, so wie du in den Gedanken die Streichholzschachtel losgelassen hast. Es liegt allein an dir, deine Wahrnehmung auf deine nützlichsten Gedanken zu richten, auf die Gedanken, die dir gut tun, auf die Gedanken, die dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, auf die Gedanken, die dir alle Kraft schenken. Die Gedanken an die schönsten Momente deines Lebens. Die Gedanken an die liebsten Menschen deines Lebens. Die Gedanken an all das, was in deinem Leben gut ist. Spür einmal, wie dich diese Gedanken von innen leuchten lassen, als wäre deine Seele eine Lichtkugel, die umso heller strahlt, je intensiver du diese Gedanken denkst. Genieße dieses Strahlen deiner positiven Gedanken hier unten im Raum deiner tiefsten Seele. Mach dir bewusst, dass du es immer in der Hand hast, dieses Strahlen in dein Leben zu holen. Jeden Tag kannst du neu entscheiden, was in deinem Kopf passiert. Jeden Tag kannst du deine Gedanken wie deine Zellen erneuern. Du hast dein Glück, deinen inneren Frieden, selbst in der Hand und vor allem in deinem Kopf. Und dein Geist, dein wunderbarer Geist wird dir helfen, stets das Richtige zu denken und zu tun. Und nun entscheide dich, ob du diese Meditation als Übergang in den Schlaf nutzen willst. Falls ja, gib dich jetzt ganz deinen positiven Gedanken hin und blende meine Stimme vollkommen aus. Du nimmst nicht mehr wichtig, was ich sage,
Du hörst nur noch deine positiven Gedanken, nur noch deinen Atem, nur noch die Melodie deines Schlafes. Falls du zurück in den Alltag willst, begleite ich dich jetzt nach oben. Ich zähle die Stufen rückwärts. Stufe 7. Du machst den ersten Schritt nach oben. Stufe 6. Du verlässt deine Tiefen noch etwas weiter. Stufe 5. Allmählich spürst du deinen Körper wieder. Stufe 4. Du wirst dir wieder bewusst, dass du atmest. Stufe 3. Du kommst den Geräuschen des Alltags näher. Stufe 2. Du bewegst deine Finger und deine Zehen. Stufe 1. Du bist zurück am Ausgangspunkt deiner Reise in deinem Tag und öffnest, wenn du magst, deine Augen. Und nun gehst du mit positiven Gedanken in dein Leben zurück, denn du weißt genau, du hast immer den richtigen Gedankenschlüssel dabei, um die Tür zu deiner positiven Energie zu öffnen. Und vielleicht freust du dich schon darauf, die nächsten 4 Wochen Tag für Tag Kraft in dieser Meditation zu schöpfen. Je öfter du sie hörst, desto tiefer wird sie wirken. Ich freue mich schon sehr auf dich. Dein Coach Martin Wehrle.